Ja, bei mir ist jetzt Gemeinderätin Marike Kreuth. Frau Kreuth, wie digital seid ihr jetzt im Alltag als Gemeinderätin eigentlich unterwegs? Ja, ich würde sagen, ich bin recht digital unterwegs. Also ich habe mein Smartphone natürlich immer dabei. Dort ist auch meine Agenda drauf. Dort kann ich aber auch Zoom-Sitzungen machen. Und ich habe so ein ganz leichtes Notebook, das ich eigentlich auch tagtäglich in meinem Handtäschchen rumschleppe. Auch dort kann ich eigentlich sofort auftun. Und da habe ich mein Büro eigentlich ständig bei mir. Also Digitalisierung erleichtert tatsächlich euren Arbeitsalltag? Das erleichtert den Arbeitsalltag sehr und ich denke auch, dass ich nicht die ganze Zeit muss irgendwelche schweren Akten umschleppen muss. Also es ist wirklich eine Erleichterung im Alltag. Jetzt haben wir die Pandemie, wo wir immer noch mit drinnen stecken. Hat diese Pandemie aber auch eine Auswirkung auf die digitale Entwicklung, auf die Digitalisierung? Also ich bin natürlich erst seit dem 1. Januar im Amt, also ich bin gerade voll eigentlich eingestiegen natürlich in der Corona-Zeit und habe das gerade können live miterleben, wie wichtig das ist, dass wir gerade sofort haben umgestellt auf die Digitalisierung, also Zoom-Sitzungen gemacht haben und so, also ganz vieles ist in dieser Zeit per Zoom gelaufen, also ich habe ganz viele Leute, habe ich erst viel später wirklich physisch lernen können. Zoom-Meeting ist das Ende, aber was würdet ihr jetzt abschätzen, was hat die digitale Entwicklung oder die Digitalisierung für die Bevölkerung für einen Einfluss? Also für die Bevölkerung sicher auch grosse Vorteile, also dass man zum Beispiel nicht an einen Schalter muss, sondern das alles eigentlich auf dem Netz direkt machen. Also ich bin nicht mehr so an Zeiten gebunden. Aber es ist schon auch sehr wichtig, dass man daran denkt, dass es halt auch Leute gibt, die nicht so gut digital unterwegs sind. Und für die ist es halt immer noch wichtig, dass sie auch den persönlichen Kontakt haben oder auch die nötige Unterstützung, zum Beispiel beim Ausfüllen von so Formularen, die sie dort gerade direkt machen müssten. Wie ist Digitalisierung beim Thema Mobilität unterwegs quasi? Wie weit sind wir dort? Ja, also das ist ein Riesenthema bei der Mobilität natürlich. Also ganz viele Leute tun schon heute irgendwie ein Bernmobil-Ticket oder auch von SBB, das tun sie direkt auf ihrem Handy buchen. Viele Leute tun das sogar per Twint oder eben direkt vom Handy abbuchen. Dort sind wir sicher sehr gut unterwegs. Das bietet natürlich auch ganz neue Möglichkeiten, oder, die Digitalisierung. Also, dass man auch die verschiedenen Verkehrsträger miteinander kann verbinden kann. Also, ich rede da auch von der smarten Mobilität, dass ich eigentlich kann sagen, ich will von A nach B gehen und ich kann schon auf dem Handy schauen, wie ich am besten von A nach B komme, mit welchen Verkehrsmitteln. Zum Beispiel zuerst mit dem Zug, nachher mit dem Veloverleihsystem zum Beispiel. Dass ich das alles eigentlich schon auf dem Handy schauen kann. Jetzt, viele von diesen Sachen gibt es schon, dass sie im Tun sind, am Aufbau, aber es gibt auch noch Sachen, wo Zukunftsmusik ist. Was wünscht man sich für die Zukunft? Also für die Zukunft ist es ganz klar, dass wir die Schnittstellen auch müssen bereinigen müssen, sei es jetzt zwischen den verschiedenen zum Beispiel den Verkehrsbetrieben und irgendeinem Veloverleihsystem oder auch dem E-Trottinett, dass man dort quasi, dass die Schnittstellen wirklich so sind, dass der Kunde möglichst einfach und transparent das kann buchen kann, dass er wirklich auch sieht, was kostet es denn und dass er es möglichst einfach kann buchen mit einem oder zwei Klicks und nicht, ich weiss nicht, wie lange muss umsuchen. Wie gesagt, so Sachen sind im Moment schon in Betrieb, also wenn man das Ticket zum Beispiel lösen will, aber auch die ganze Sache rund um E-Trottinetz. Was weiss man denn so ein bisschen, wird das gebraucht, wird das gern gebraucht, wird das viel gebraucht oder kann man da die Bevölkerung noch animieren, das noch viel mehr eigentlich zu nutzen? Ich denke, je besser das Angebot nachher ist, je mehr wird es natürlich auch genutzt. Das ist so. Und dort können wir sicher noch Verbesserungen machen. Aber das kann die Stadt nicht allein. Das können auch die Verkehrsbetriebe nicht allein. Dazu brauchen wir den Bund, brauchen wir den Kanton, brauchen wir natürlich auch die Städte. Das ist natürlich vor allem auch in den Städten ein grosses Thema. Also die kombinierte Mobilität. Digitalisierung heisst so immer, die Bevölkerung hat gewisse Ansprüche an die Verwaltung und an die Digitalisierung von Verwaltung natürlich auch. Merkt ihr da die veränderten Bedürfnisse der Bevölkerung, was man genau von der Direktion, wie die sie zum Beispiel führen, erwartet? Ja, sicher. Also die Leute, die sind selber auch sehr digital unterwegs. Früher hat man Bürgerbriefe zum Beispiel bekommen. Und heutzutage geht es meistens per Mail. Und da ist halt auch die Erwartung da, dass man sehr schnell auf die Mails antwortet. Das ist nicht immer ganz einfach, weil die Fragen manchmal schon kompliziert sind und wir das wirklich auch noch müssen mit der Verwaltung abklären. Und ja, da können wir manchmal nicht so schnell unterwegs sein, wie das vielleicht die Anfragen gerne hätten.
Aber man kann sagen, die Stadt Bern ist in dem Sinn digital schon präsenter. Wir sind sehr präsent. Ich denke jetzt so in der ganzen, im öffentlichen Raum, zum Beispiel bei den Spielplätzen. Unsere Mitarbeitenden sind auch mit iPads zum Beispiel unterwegs und die können dann dort den Zustand zum Beispiel von den Geräten, von den Spielgeräten dort, die können das direkt eingeben. Und dann sehe ich auch die anderen Kollegen, die gerade, wo das Handlungsbedarf ist. Also dort sind wir zum Beispiel auch sehr digital unterwegs. Ich denke auch der ganzen Kehrich-Thematik sind wir sehr digital unterwegs, an ganz vielen Orten. Und das erleichtert auch das Arbeiten miteinander enorm. Die Bevölkerung ist sendet, das andere sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch eure Direktion, Direktion Verkehr, Tiefbau und Stadtgrün. Wenn man es jetzt auf die Direktion anschaut, wie sehr hat sich Digitalisierung in die Direktion schon durchgesetzt, von Arbeitsabläufen her und so weiter und so fort, was ist da zu merken? Also ich denke, dass wir wirklich jetzt auswählen können, wenn wir eine Sitzung per Zoom machen oder machen wir es physisch, das ist zum Beispiel etwas. Also weil die Verwaltung ist ja nicht nur an einem Ort, sondern bei unserer Direktion, wir sind ja ganz verschiedene Orte in der Stadt. Und dann kann man wirklich auch die Arbeitswege natürlich sparen, das ist sicher mal etwas. Und eben, wie ich es gerade vorher erwähnt habe, ist ganz viele Arbeitsschritte sind heutzutage wirklich eben auf digital und können wirklich gerade direkt nachher an die Zentrale vermittelt werden und dann kann man gerade weiterarbeiten an diesem Thema. Und ich denke jetzt zum Beispiel auch in der Kanalisation. Oder früher mussten die Leute wirklich die Kanalisation runtersteigen und die ist nicht überall wahnsinnig gross und wirklich schauen, ob es Schäden hat. Heute geht man einfach quasi mit einem kleinen Computer, mit Kamera dran, runter und kann nachher da oben hückeln und schauen. Digitalisierung oder auch Technisierung von Gesellschaften, das bringt auch immer Ängste mit sich, die die Bevölkerung hat. Man denkt, also vielleicht science-fiction-mässig an Roboter, aber auf der anderen Seite ist auch die sehr reale Gefahr vom Datenschutz, Datenklau um den Weg. Wie gehen wir mit dem um? Wie holt man die Bevölkerung da so ein bisschen auf die Seite, um zu sagen, hey, das ist der Weg von dieser Digitalisierung, wo wir schlussendlich für die Zukunft der Gesellschaft müssen gehen? Also der Datenschutz ist sicher ein grosses Thema und das ist ganz wichtig auch für den Gemeinderat, dass man dort sehr, sehr sorgfältig natürlich umgeht mit dem. Aber was mir natürlich schon auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir die Bevölkerung können abholen können, die eben sich nicht so gewöhnt sind, mit dem Handy unterwegs zu sein oder mit dem Computer, dass wir die nicht vergessen und dass man denen wirklich auch die Möglichkeiten gibt, also zum Beispiel eben auch ein Ticket zu lösen. Zum Beispiel für einen Bus, dass das eben auch noch anders muss im Moment möglich sein und dass man wirklich die Leute auch müssten wie schulen, dass sie das nachher quasi auch schaffen mit dem Handy oder mit dem iPad oder was es da auch ist, können ein Ticket zu lösen. Also dort, die dürfen wir nicht vergessen. Wir schauen immer gerne noch ein bisschen in die Zukunft, an diesem Tag sowieso, aber es ist auch ein bisschen schwierig. Trotzdem, wenn ihr euch das so ein bisschen vorstellen, 2025, wo sind wir da in der digitalisierten Stadt Bern? Also ich hoffe eben sehr, dass wirklich der Verkehr, eben, dass man dort jetzt im öffentlichen Verkehr eben all die Möglichkeiten, die wir jetzt vorher auch schon gerade diskutiert haben, dass man wirklich mit einem Klick nachher eigentlich seinen ganzen Weg kann kaufen und wirklich auch gerade sieht, wo muss ich umsteigen, was nehme ich nachher, nehme ich eben das Trotti nicht, nehme ich das Velo, was auch immer, dass man das einfach, dass das reibungslos und ganz einfach abläuft. Wir nennen das Ganze auf die Stadt bezogen auch Smart City. Wie fest Smart City sind wir da jetzt im Moment schon? Also ich denke, wir sind sehr gut unterwegs, aber wir haben noch viel Potenzial gegen oben. Aber ich denke jetzt auch so mit im öffentlichen Verkehr, die Diskussionen, die laufen. Es gibt auch schon erste Pilotversuche, zum Beispiel U-Move ist so etwas, wo wir dran sind, wo man eben die Digitalisierung auch will nutzen im öffentlichen Verkehr. Wir sind gut unterwegs, aber wir müssen dranbleiben, vor allem auch mit unseren Partnern. Marika Kreuth, merci vielmals für das Gespräch. Danke. Ja.